Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute bin ich mal wieder für euch in MOP Remix unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute einen kleinen Toy Guide präsentieren. Wir wollen uns insgesamt 4 nette Toys angucken und die kriegen wir alle durch dieselbe Quelle. Wir haben nämlich einmal Niuzaos Ausdauer, dann haben wir Xuens Zorn, dann haben wir Essenz von Yulon und dann noch die Güte von Shiyin. Und das sind alles Toys, die uns den Umhang-Effekt vom Legendary-Umhang aus Mists of Pandaria geben. Also sprich aus dem ursprünglichen Mists of Pandaria. Und ja, wo kriegen wir die her? Die gibt es über ein Achievement. Und das Achievement finden wir einmal unter Remix Pandaria. Und das ist eine Heldentat. Ne? Dieses Remix Pandaria ist ja ein temporäres Event. Das hat jetzt begonnen vor einer Woche am 16.05. Und das läuft dann noch hier ein paar Monate. Und zwar bis zum 20. August. Habt ihr noch Zeit und dann könnt ihr das Achievement quasi erledigen. Was müssen wir dafür machen? Wir müssen Fäden sammeln und zwar für unseren Umhang und zwar insgesamt 4200. Und diese Fäden sammelt ihr quasi durch so gut wie jegliche Aktivität im Panda Remix. Heißt, wenn ihr levelt, wenn ihr Quests erledigt, wenn ihr Dungeons abschließt, wenn ihr Raids abschließt, also durch alle möglichen Aktivitäten. Es gibt natürlich Aktivitäten, die euch ein bisschen mehr Fäden bringen. Was ich empfehlen kann, ist eure täglichen Quests anzunehmen, die ihr einmal auf dem Bazar kriegt. Ihr habt nämlich in jeder Zone einen Bazar. Den könnt ihr ansteuern und da gibt es immer 3 tägliche Quests. Einmal ein Szenario abschließen, einmal einen Dungeon abschließen und einmal einen Raid abschließen. Und beziehungsweise da halt Bosse töten, ne? Und dafür gibt es auf jeden Fall schon mal einen Fadensbonus. Und zusätzlich gibt es auch nochmal für das tägliche Abschließen im Dungeon-Browser für die Szenarien bzw. Dungeons und auch für den LFR für jeden Teil auch nochmal einen Fadenbonus. Da gibt es, wenn ihr auf Max-Level seid, also auf Stufe 70, so ein legendäres Item. Das bringt, glaube ich, bis zu 200 von den Fäden. Also damit geht es relativ zügig. Diese Fäden sind nämlich eure Charakterstärke oder ein Teil der Charakterstärke. Und hier oben bei dem Umhang könnt ihr auch sehen, wie viele Stats ihr habt, ne? Durch diese Fäden bekommt ihr nämlich diese Stats. Und ich kann euch mal zeigen, wenn ihr jetzt nicht genau wisst, okay, wie viele Fäden habe ich. Es gibt zum einen, kann man sich orientieren an den Achievements. Da gibt es einen Haufen Unterachievements. Und das höchste ist halt hier unendliche Macht. Das ist 12 müsste das sein. Ne? X ist 10 und die 1er sind jeweils 1, also 12 müsste das sein. Und das ist halt 4200. Es gibt auch ein Makro. Und zwar kann ich euch das mal kurz zeigen. Hier, das ist so ein Makro, wo man das auslesen kann. Und wenn ich da mal das Stackblatt wegnehme, können wir das einmal drücken und dann zeigt es an, wie viele Fäden ich zum Beispiel gerade habe. Ich habe jetzt hier mit dem Char 20.000 Fäden. Ja. Da gibt es Leute, die sind bei Vipen höher, aber ich habe jetzt am Anfang von dem Event tatsächlich ein bisschen was im Retail noch fertig machen müssen und habe da jetzt erst vor ein paar Tagen reingestartet. Nichtsdestotrotz, das Achievement habe ich fertig und ja, das war jetzt das Vorgeplänkel. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die Dinger auch an. Und wir setzen sie jetzt mal alle 3 ein. Oder ne, alle 4. Und die funktionieren quasi so, dass wir einen Rückeneffekt kriegen. Legt innerhalb der nächsten 8 Stunden gelegentlich die Flügel von Xuan an. Und das drücken wir jetzt mal. Und ihr seht, jetzt haben wir diesen Effekt hier, den wir über den Legendary-Umhang damals oder halt, wenn ihr den in Retail habt, immer noch kriegen konnte. Das ist so ein Proc gewesen. Da habt ihr dann irgendwelche Stats oder irgendwas bekommen und halt diesen kosmetischen Effekt. Und das hält 8 Stunden und ist quasi 10 Sekunden Abklingzeit. Also wirklich, wirklich gering. Jetzt schauen wir uns die anderen auch nochmal an. Niuzao, das ist hier noch der Umhang. Das ist quasi damals der Tank-Umhang gewesen. Dann haben wir Yulon. Wir haben die gleiche Abklingzeit, aber gut, 10 Sekunden ist echt machbar. Das ist der Yulon-Umhang. Und den letzten, den wir noch haben, ist der Chi. Und den haben wir hier unten. Das sind quasi diese Flügel. Sehen auf jeden Fall ganz cool aus und ja. Was mir noch gesagt wurde, wo ich jetzt aber nicht 100% das bestätigen kann, wenn man diese Umhang-Effekte drauf hat, kann man auch zu Orders. In MOP konnte man sich ja den Legendary-Umhang erspielen, wo man diese Effekte hatte. Und sobald man den sich geholt hatte,
konnte man hier über die Brücke zum einen, beziehungsweise dann auch zu Ordos und den World Boss umhauen. Wenn man den Umhang damals nicht geholt hat, konnte man da quasi nicht rüber. Irgendwann hat Blizzard das eingestellt, dass das Account-weit ist, also quasi wenn du mit einem Char das hattest, konntest du mit allen rüber und das war quasi für immer. Und die Leute, die zu MOP halt nicht gespielt haben, konnten da nicht hin. Und so wie es aussieht, wenn du diesen Buff drauf hast und dein Account quasi nicht gefleckt ist, dass du das erledigt hast, dann kannst du da trotzdem hin. So wurde es mir gesagt, ich kann es leider nicht testen, weil ich habe das ja damals gemacht, habe mit Main noch diese Umhänge auf der Bank, aber ja, vielleicht kann der ein oder andere von euch das ja in den Kommentaren bestätigen, ob ihr jetzt darüber kommt, auch im Retail, wenn ihr euch das Toy reinhaut. Juti, damit sind wir durch mit einem kleinen Toy-Guard, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.